Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein letztes Neuzugänge-Video ist schon wirklich ziemlich lange her. Ich glaube, das muss letztes Jahr im September ungefähr gewesen sein, August, September, irgendwie sowas um den Dreh. Und seitdem gab es kein Neuzugänge-Video mehr, weswegen sich bei mir sehr viele Neuzugänge mittlerweile angehäuft haben. Und aus diesem Grund habe ich mir überlegt, dass ich gerne, um euch auf den, aktuellsten Stand einfach zu bringen, ja jetzt zwei Teile drehen werde. Also es wird zwei Neuzugänge Bookhaul-Videos geben. Heute gibt es den ersten Teil, das nächste Video wird dann der zweite Teil sein. Und wenn ich mich nicht verzählt habe, sind es in diesem Video 30 Bücher und ich glaube im nächsten Video sogar 31, also oder 32. Ja, ihr seht, es sind ziemlich viele, über 60 Bücher insgesamt und das einfach zu splitten ist für mich besser, sowohl beim Drehen als auch dann beim Schneiden. Genau, also es ist wieder eine absolute kunterbunte Mischung geworden und ich würde sagen, ich rede nicht mehr lange drum herum, sondern wir fangen jetzt mit diesem Video an und ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß beim Zuschauen. Das erste Buch habe ich auch schon gelesen und zwar ist es Shadow and Amber, eine Liebe im Schatten von Jennifer Armentrout. Das Buch ist, glaube ich, letztes Jahr im November rausgekommen, also ja, hatte ich das, ich glaube, direkt auch kurz nach dem Erscheinungstermin gelesen und kann euch auch gerne einmal unter dem i den Lesemonat verlinken, wo ich das Buch auch vorstelle, der ist nämlich auch schon online. Ja, Shadow and Amber ist der erste Teil der Prequel-Reihe zu Blood and Ash. Der zweite Teil kommt jetzt auch dieses Jahr raus, ich glaube sogar auch jetzt irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wie lange dauert das noch, bis der zweite Teil kommt. Es ist auf jeden Fall eine angekündigt. Ich glaube, es könnte auch wieder so Oktober, November tatsächlich sein. Genau. Und fand ich auf jeden Fall gut. Es ist noch für mich Luft nach oben da, aber das Buch durfte definitiv nicht fehlen. Das nächste Buch habe ich tatsächlich ganz spontan entdeckt und muss sagen, dass ich total neugierig war, was es mit dieser Geschichte auf sich hat. Und zwar ist es Anatomy, eine Liebesgeschichte von Dana Schwarz. Es ist auch schon der zweite Teil angekündigt. Das ist jetzt hier der Auftakt. Und es geht in der Geschichte um Lady Hazel Sinnett und sie möchte unbedingt Chirurgin werden. Das ist für sie als Frau allerdings in der Zeit, wo die Geschichte spielt, so gut wie unmöglich. Und sie geht dann einen Deal ein mit einem Arzt oder mit einem Dozenten und er sagt, wenn du die medizinische Prüfung ohne Unterricht bestehst, dann ja, kannst du eben bei mir studieren. Und dann trifft sie auf Jack Currer, einen Auferstehungsmann, der Leichen ausgibt und sie zu Lehrzwecken verkauft. Ja, und der Jack hilft der Hazel nicht nur beim Lernen, sondern weckt auch ungeahnte Gefühle in ihr. Doch als sie an den Toten immer mehr Besonderheiten entdecken, finden sich die beiden plötzlich in einem Netz aus Geheimnissen und Intrigen wieder. Sowas habe ich tatsächlich noch nie gelesen, also das ist mal was komplett Neues und deswegen, ja, wollte ich das gerne mal ausprobieren und bin halt gespannt, wie die Liebesgeschichte da noch mit reinfließt, ja, und wie das einfach aussieht. Ich bin sehr neugierig auf dieses Buch und auf die Geschichte. Als nächstes durfte noch eine Dilogie bei mir einziehen und zwar einmal The Witch Queen, entfesselte Magie von Verena Bachmann, das ist der erste Teil. Und auch der zweite Teil, Rise of the Witch Queen, beraubte Magie. Ja, ich bin irgendwie um diese Reihe nicht drum herum gekommen, weil ich das Gefühl hatte, als sie rausgekommen ist, das war auch letztes Jahr, meine ich, da wurde die doch schon ziemlich gehypt und deswegen wollte ich gerne wissen, was es irgendwie damit auf sich hat. Es geht in der Geschichte um Enyu. Und sie landet dadurch, dass sich die Magie irgendwie verschiebt, in einem Viertel, wo sie normalerweise nie einen Fuß reinsetzen würde. Und dann wird sie eines Verbrechens irgendwie, oder es wird gesagt, sie hat ein Verbrechen begangen, was sie aber eigentlich gar nicht begangen hat. Und sie muss, um ihre Unschuld zu beweisen, mit einem Anführer zusammenarbeiten von einer Gruppe. Und ja, der ist halt ziemlich attraktiv, sehr gut aussehend und die beiden kommen sich dann immer näher, aber es hat, soweit ich weiß, auch noch irgendwas mit diesem Fall eben auf sich, dass sie da ein Verbrechen begangen haben soll, was halt nicht stimmt. Ja, interessant. Ich hoffe, dass die Love Story gut ist, also dass es wirklich Romantasy ist, weil damit wirbt
ja der Carlsen Verlag hier bei der Reihe auch normal und ja, ich bin gespannt. Also ich muss sagen, ich bin von den Covern nicht der allergrößte Fan. Ich finde sie jetzt nicht schlecht, aber sind jetzt auch nicht meine Lieblingscover von Carlsen. Aber der Inhalt sollte ja stimmen, deswegen bin ich mal sehr gespannt drauf. Ja, als nächstes durfte auch der Abschluss einer Dilogie bei mir einziehen. Und ja, ich habe den ersten Teil noch nicht gelesen, aber wollte trotzdem gerne den zweiten hier haben. Und zwar ist das Fraggle Heart von Mona Carsten. Das ist der zweite Band, wie gesagt. Der erste Teil heißt Lonely Heart, den habe ich oben stehen. Genau, sind ja jetzt im Hardcover rausgekommen bei Lux. Und ja, ich möchte halt nicht spoilern, deswegen sage ich jetzt auch nichts zum Inhalt, obwohl ich den Klappentext tatsächlich schon gelesen habe, weil mich das irgendwie interessiert hat. Genau. Und es geht halt insgesamt, ohne jetzt zu spoilern, in der Geschichte um Adam und um Rosie. Und Rosie bekommt irgendwie die Möglichkeit, Adam und seine Band zu interviewen, glaube ich, für einen Radiosender oder so. Und das geht halt irgendwie alles total schief. Und sie ist halt ein riesiger Fan von der Band und auch von Adam, aber eigentlich ja, sieht es doch hinter den Kulissen sehr viel düsterer aus bei ihm, als man jetzt auf dem ersten Blick irgendwie sieht. Und die beiden kommen sich dann auch näher und ja, da entwickelt sich halt dann auch eine Liebesgeschichte. Ich bin mal wirklich gespannt. Ich bin ja nicht der Hardcore-Mona-Carsten-Fan, ne? Also muss ich sagen, ich glaube, das wisst ihr auch, dass ich ja Bücher von ihr gut fand, aber auch wirklich einige durchschnittlich bis unterdurchschnittlich. Von daher mal schauen, wie mir diese Dilogie gefallen wird. Ja, und ich bin gespannt. Ich lasse mich einfach mal überraschen. Auch das nächste Buch habe ich schon gelesen und sehr, sehr geliebt. Und zwar ist es Ever Since I Loved You von Elle Kennedy. Das ist die Evelyn Bay-Reihe, die jetzt im Lux Verlag rauskommt. Es ist auch gerade der zweite Teil, Ever Since I Needed You, rausgekommen. Und auch der dritte Teil wird übersetzt und kommt, meine ich, nächstes Jahr raus. Genau, und das Buch habe ich wirklich sehr, sehr geliebt. Also Neuzugang, über den ich mich absolut gefreut habe. Ich finde es toll, dass die Bücher von Elle Kennedy weiter übersetzt werden. Und das war einfach wieder so eine rundum schöne Love Story, die auch ein bisschen Herzschmerz hatte, die Humor hatte, die mich fesseln konnte, die mich begeistern konnte. Und von daher, ja, sehr, sehr schön. Ich fand generell dieses Setting von Evelyn Bay war, ja, einfach toll. Also so eine Kleinstadt, dieses Kleinstadt-Feeling kam total rüber. Aber auch die Liebesgeschichte zwischen Mackenzie und Cooper war wirklich cool. Also schaut euch die Reihe gerne an. Ich fand es wirklich toll und freue mich schon sehr auf die nächsten Bände und auch auf die neue Reihe, die von Elle Kennedy rauskommt. Das ist diese Prep-Reihe, meine ich. Die kommt auch jetzt bei Lux raus. Ich glaube sogar der erste Teil noch dieses Jahr, wenn ich mich nicht täusche. Aber ich bin echt gespannt und freue mich einfach auf mehr Elle Kennedy-Bücher. Das ist immer gut, weil ich sie super gerne mag. Ich ihre Bücher sehr, sehr liebe und ja, es einfach immer Spaß macht, was von ihr zu lesen. Das nächste Buch hatte ich euch ja in meinem letzten Lesemonat vorgestellt. Ist unter dem i auch für euch verlinkt. Und leider war das ein Flop für mich. Sehr, sehr schade. Aber Neon Gods, Hades und Persephone von Katie Robert konnte mich einfach nicht überzeugen, muss ich zugeben. Also ja, es war einfach gar nicht das, was ich mir erhofft habe. So eine tolle Geschichte zwischen Hades und Persephone. Vielleicht habe ich mich auch einfach zu sehr in die Idee von Hades und Persephone bei A Touch of Darkness von Scarlett Sinclair verliebt. Weil das ist wirklich genau mein Geschmack. Also das war mega. Ich freue mich auf die neuen Bücher, die von ihr jetzt auch kommen. Jetzt diesen Monat erscheint ja auch der Auftakt der anderen Reihe von Scarlett Sinclair. Da freue ich mich halt auch schon richtig drauf, aber hier der erste Teil, der war leider echt ein Flop für mich, muss ich leider sagen. Ich gebe dem zweiten Teil nochmal eine Chance, weil ich glaube, der könnte echt besser sein von der Geschichte und von der Idee der Geschichte. Sagt er mir wirklich sehr viel mehr zu und schau mal, wie mir der dann gefällt. Aber der hier, der erste, der war wirklich nicht gut für mich, leider. Dann durften Teil 1 und 2 von einer Reihe noch bei mir einziehen. Und zwar einmal The Girl in the Love Song von Emma Scott und When You Come Back to Me von Emma Scott. Diejenigen, die mich schon länger schauen, wundern sich jetzt vielleicht, warum ziehen Bücher von Emma Scott bei mir ein. Ich
mag ihre Bücher ja eigentlich nicht wirklich. Also das, was ich bis jetzt mal angefangen habe zu lesen und leider immer abgebrochen habe, war einfach gar nicht meins. Es hat mir nicht gefallen, die Idee dahinter auch nicht. Und von daher, ja, ist das jetzt vielleicht für manche ein bisschen merkwürdig. Aber ich hatte letztes Jahr im Dezember, meine ich, When You Come Back to Me von ihr als Hörbuch gehört. Und muss sagen, ich habe mir das Buch halt genauer angeschaut, weil es eine May-Romance-Geschichte ist. Und ich liebe May-Romance-Geschichten. Die müssen noch viel, viel mehr repräsentiert werden hier auf dem deutschen Buchmarkt. Und deswegen wollte ich dem Ganzen eine Chance geben. Und auch wenn es Emma Scott ist, habe ich mir gesagt, komm, schau nochmal May-Romance. Das magst du eigentlich wirklich gerne. Und das Buch hat mich jetzt auch nicht enttäuscht. Es war definitiv kein Flop. Ich glaube, das Ganze hat 3,5 bis 4 Sterne bekommen. Und da, nachdem ich diesen zweiten Teil eben als Hörbuch gehört hatte, musste ich mir dann auch den ersten noch zulegen. The Girl in the Love Song. Ja, ich möchte einfach irgendwie wissen, was es mit dieser Geschichte hier auf sich hat. Hier geht es um Miller und um Violet. Und die Geschichte wurde hier auch schon so im zweiten Teil ein bisschen angeteasert. Und ich habe gedacht, ich möchte einfach wissen, was denn zwischen den beiden passiert. Und ja, habe mir dann gesagt, komm, das machst du doch mal. Und ich finde übrigens total schön, wie die Cover aussehen. Also ich liebe die Cover. Ich bin da echt ein richtiges Cover-Opfer. Und muss sagen, ich glaube, von allen Emma Scott Büchern sind das für mich mit Abstand die schönsten Cover. Wow. Ich bin absolut schockverliebt und ja, wollte eben gerne wissen nach Teil 2, wie geht's weiter. Und ich habe auch schon den dritten Teil hier, denn der interessiert mich. Von der Story muss ich sagen, tatsächlich am allermeisten. Aber dazu im nächsten Neuzugänge-Video dann mehr. Das sind jetzt hier erstmal die ersten beiden Teile, die einziehen durften. Ja, vor dem nächsten Buch muss ich sagen, habe ich ein bisschen Schiss, ehrlich gesagt. Und ich weiß irgendwie nicht, ja, was ich zu dem Ende sagen werde. Ich habe keine Ahnung. Und zwar ist es Welch grausames Ende von Chloe Gong. Mir hat ja der erste Teil gut gefallen. Ich fand, da gab es einen starken Anfang, ein starkes Ende. Der Mittelteil war leider ein bisschen lasch für mich, aber ich wollte halt unbedingt natürlich diesen zweiten Teil haben und muss halt sagen, ja, der Titel verspricht jetzt nicht so viel Schönes. Deswegen bin ich mir so unsicher, aber ich möchte halt unbedingt Welch trügerisches Glück noch lesen. Das ist das Buch mit dem pinken Cover. Das ist, soweit ich weiß, ein Spin-off zu diesem Buch. Und da habe ich so Bock drauf, auf diese Geschichte. Ja, aber ich weiß halt irgendwie nicht hiermit. Und ich habe auch, vielleicht, falls da jemand das was weiß, schreibt es gerne in die Kommentare. Vielleicht mit Hinweis, falls es spoilert oder so. Aber kann es sein, dass dieses Ende hier gar nicht endgültig ist und dass nochmal in diesem Spin-off oder in anderen Novellen das nochmal aufgegriffen wird oder irgendwie sowas? Ich habe keine Ahnung. Falls da jemand was weiß, kann er es mir gerne einmal sagen. Genau, aber ja, ich habe richtig Bock drauf eigentlich, auf der anderen Seite dann auch irgendwie nicht, weil ich nicht weiß, was es irgendwie mit diesem Ende auf sich hat. Das schreckt mich doch, muss ich sagen, ein bisschen ab. Ja, das nächste Buch ist der Anfang einer Reihe, die im englischsprachigen Raum total gehypt wird. Und auch hier in Deutschland geht die Autorin tatsächlich durch die Decke. Und zwar ist es Twisted Dreams von Anna Huang. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil, wie heißt der zweite? Twisted Games, genau, der ist jetzt auch gerade rausgekommen. Der dritte kommt, glaube ich, auch schon wieder in 2 Monaten und der vierte auch in 2 Monaten. Also da wurden die Abstände nochmal deutlich verkürzt, weil der Lux Verlag gesagt hat, wir schaffen das, die Bücher auch nochmal schneller rauszubringen. Und King of Wrath, der erste Teil der Kings of Sins Reihe, kann das sein? Der wird auch jetzt im Lux Verlag rauskommen. Ich glaube Teil 1 ab November oder auf jeden Fall gegen Ende des Jahres. Ja, und Twisted Dreams habe ich schon gelesen und mochte es wirklich gerne. Hat auf jeden Fall LJ Shen Vibes, also wenn ihr LJ Shen liebt, schaut euch das gerne mal an. Und ich bin jetzt schon halt richtig auf den zweiten Teil gespannt. Ich will eigentlich gar nicht mehr so lange warten und den jetzt ganz, ganz schnell lesen. Der zweite Teil hat so ein grünes Cover und den seht ihr dann auch im nächsten Neuzugänge-Video. Genau, und ja, aber Twisted Dreams war auf jeden Fall eine coole Geschichte, wurde zum Schluss nochmal deutlich romantischer, als ich gedacht hätte. Und ja, bis jetzt
4 Sterne hat das Ganze, glaube ich, gekriegt und ich freue mich sehr auf die weiteren Teile der Reihe. Ich glaube, besonders der dritte, der könnte richtig cool werden. Der heißt Manic Twisted Hate mit dem roten Cover. Ich bin sehr gespannt. Ja, die nächste Reihe musste komplett bei mir einziehen, als ich gesehen habe, dass diese Bücher in einer Special Edition rauskommen. Und ich weiß, manche denken sich vielleicht, du hast die Bücher doch schon da, warum brauchst du sie jetzt nochmal in der anderen Ausgabe? Das liegt einfach daran, dass ich diese Reihe unwahrscheinlich liebe und sie einen ganz, ganz großen Platz in meinem Herzen hat und ich einfach ja diese besonderen Editions auch noch haben wollte. Ich weiß, für manche macht es vielleicht keinen Sinn, aber ich wollte sie gerne haben, als ich gesehen habe, dass sie rauskommen. Und zwar ist es die Special Edition zu der Chatemir-Reihe von Tahereh Mafi. Das ist jetzt hier der erste Teil, Ich fürchte mich nicht. Dann kommt der zweite, Rette mich vor dir. Und zum Schluss der dritte, Ich brenne für dich. Ja, ich musste sie haben. Sie sehen so toll aus mit den Farbschnitten und ja, nochmal mit diesen alternativen Covern. Ich musste sie haben. Und jetzt haltet euch fest, ich glaube, die meisten von euch haben es vielleicht auch schon mitbekommen, ich hatte es auch auf Instagram einmal in der Story gepostet, aber die Chatemir-Reihe wird tatsächlich weiter übersetzt. Und ich weiß nicht, wie viele Jahre gewartet und habe mir ja dann hier unten die englischen Ausgaben gekauft, weil ich wusste, ich möchte die Reihe unbedingt weiterlesen, als Tahereh Mafi angekündigt hat. Sie schreibt noch 3 weitere Bände. Und jetzt, das kam für mich wie aus dem heiteren Himmel, dass die auf einmal weiter übersetzt werden. Also die Bücher werden komplett nochmal von CBT, meine ich, aufgelegt. Eben mit diesen englischen Covern, die ich auch sehr, sehr schön finde. Ich habe mich jetzt aber dazu entschlossen, mir die Taschenbuchausgaben auf Deutsch mit diesen Covern nicht nochmal zu kaufen. Denn Chest of Fandoms bringt auch nochmal die nächsten 3 Teile in dieser Special Edition raus. Und dann habe ich mir gesagt, okay, dann habe ich Teil 1 bis 3 einmal auf Deutsch, Teil 4 bis 6 auf Englisch und dann praktisch nochmal die komplette Reihe auf Deutsch in dieser Special Edition. Und dann ist das für mich auch in Ordnung. Genau, aber ihr wisst gar nicht, was das mit meinem Herzen gemacht hat, als ich das gesehen habe. Das war unglaublich. Ich glaube, 6 Jahre ist es her, dass ich diese Reihe gelesen habe. Und jetzt kam auf einmal raus, ja, wir übersetzen weiter. Und ich dachte mir, wow, wie schön. Das hat wirklich mein Buchherz so erwärmt und glücklich gemacht. Ich kann es euch gar nicht sagen. Also, Romantasy-Liebhaber, wenn ihr sie jetzt noch nicht gelesen habt, vielleicht auch, weil ihr gesagt habt, die ist ja gar nicht komplett übersetzt, dann tut es bitte jetzt. Sie kommt nochmal komplett raus und ja, ich bin halt da auch einfach ein kleines Cover-Buchschnitt-Opfer, gebe ich ja zu. Und wollte es eben nochmal bei dieser besonderen Reihe eben für mich haben. Aber bitte, bitte schaut sie euch an. Sie ist einfach großartig. Ja, auch das nächste Buch habe ich tatsächlich schon gelesen und sehr geliebt. Und zwar ist es Cruel Castaways Rival von LJ Shen. Der Auftakt in der Cruel Castaways Reihe. Hier sind auch nochmal die anderen Teile drin. Und ja, finde ich wirklich richtig, richtig toll, dass die alle rauskommen. Die Cover sind ein Traum. Ich liebe die Cover. Ich finde die Cover bei LJ Shen sowieso immer sehr cool. Aber ja. Es ist LJ Shen, es ist wieder eine Enemies-to-Lovers-Geschichte gewesen und von daher habe ich einfach alles geliebt. Das Buch musste natürlich einziehen, also es ging halt gar nicht anders. Ne? Ihr wisst, LJ Shen und ich, das passt einfach zusammen und von daher habe ich da auch gar nicht lange gefackelt und das Buch sofort gekauft, als es rausgekommen ist und dann auch ganz, ganz zeitnah gelesen. Die nächsten 3 Bücher, die jetzt kommen, habe ich alle zu Weihnachten bekommen. Und zwar ist das einmal Obsidio, die Illuminae-Akten 3 von Jay Kristoff und Amy Kaufman. Ja, das ist auch so ein Buch, auf das man sehr lange gewartet hat. Ich glaube, einige Jahre tatsächlich. Der zweite Teil, Gemina, ist ja ganz, in Anführungszeichen, zeitnah zum ersten Teil Illuminae rausgekommen. Und dann stand es irgendwie auch in der Schwebe, ob der dritte Teil kommt oder nicht. Und DTV hat den jetzt aber noch rausgebracht und ich habe mich sehr gefreut. Auch wenn ich bis jetzt nur den ersten Teil gelesen habe und ich mir den zweiten schon 5000 Mal vorgenommen habe und es immer noch nicht getan habe. Also ihn zu lesen, meine ich damit. Ja, ich brauchte den dritten Teil einfach. Das ist so, ich brauchte ihn, weil ich den ersten Teil so unfassbar gut war. Illuminae ist so ein
innovatives Buch gewesen für mich und von daher, ja, musste der dritte Teil einziehen. Ich fand es ein bisschen schade, dass jetzt halt dieser Umschlag fehlt. Das sieht halt im Regal ein bisschen, ja, merkwürdig aus. Also man sieht auf jeden Fall, dass da irgendwie was fehlt. Weil normalerweise die anderen Teile hatten ja noch so einen, aus Plastik meine ich, so einen Umschlag. Finde ich halt ein bisschen schade, dass der jetzt weg ist, aber gut. Das Buch musste aber trotzdem einziehen und ist deswegen auch natürlich hier. Ja, auch die nächsten beiden Bücher gab es zu Weihnachten und das war einmal Sandcastle Ruins von Vivian Summer, der erste Teil der The Boys of Sunset High Reihe. Ich glaube, ihr wisst, dass ich das Buch sehr gut fand. Also das Buch war für mich bis jetzt schon, also im Januar schon ein Jahreshighlight. Ich habe es dann im Januar in den Ferien gelesen und war hin und weg. Mein lieber Scholli, also das war echt eine Geschichte, wo ich mir gedacht habe, wow, ich liebe sie über alles. Wirklich, das war ein Träumchen. Es war absolut ein Träumchen. Und alles, was ich mir von einer guten Enemies to Lovers Geschichte wünsche, alle Fans von LJ Shen müssen dort vorbeigucken. Und ja, es ist auch der Auftakt einer Reihe. Die nächsten Teile kommen. Leider wurde die Reihe nochmal nach hinten verschoben, was mein Herz auch ein bisschen gebrochen hat, weil ich mich wirklich schon sehr auf den zweiten Teil gefreut hatte. Aber der kommt jetzt im Oktober, meine ich, raus. Ja, Richtung Ende Oktober auf jeden Fall. Und dann muss ich mich jetzt noch ein bisschen weiter gedulden. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, es lohnt sich, sich die Reihe anzuschauen. Hier der erste Teil, Sandcastle Ruins, war alles und noch so viel mehr für mich. Kann ich wirklich nicht anders sagen. Und dann ist ebenfalls auch noch This Wishiest Grace, die Auserwählte von Emily Tidetide, wie auch immer, eingezogen. Das ist der Auftakt einer Dilogie, meine ich. Genau. Hier ist auch nochmal der zweite Teil drin. Der hat dann den Untertitel Die Verbrannten. Und ich habe das Buch tatsächlich schon mal angefangen und hatte, ich weiß gar nicht, ich glaube so die ersten 80 Seiten gelesen. Und die fand ich irgendwie nicht so toll. Und das bricht mir wirklich das Herz, weil ich eigentlich gedacht habe, dass das eine richtig gute Romantasy-Geschichte wird. Jetzt habe ich schon bei jemandem gelesen, dass der Anfang sich zieht und auch etwas langweilig ist, dass es danach aber besser wird. Also praktisch so nach meinen 80, vielleicht 100 Seiten wird es spannender. Falls das jemand von euch schon gelesen hat oder irgendwie was dazu sagen kann, schreibt es gerne in die Kommentare. Weil ich muss tatsächlich sagen, der Anfang, der war nicht gut. Also der hat mir nicht gefallen, weil da gab es so wenig Inhalt, also auch noch gar nichts irgendwie mit den Protagonisten irgendwie und ich weiß nicht, ich fand es einfach echt langweilig. Das hat mich gar nicht gecatcht. Ja, also wie gesagt, falls ihr da irgendwie mehr wisst, sagt es mir gerne, sagt gerne Bescheid, schreibt es in die Kommentare. Aber das war jetzt vom Anfang her wirklich nicht so toll. Ja, das nächste Buch ist ein sehr spannendes Buch, wie ich finde, weil ich den ersten Teil so ein bisschen zwiegespalten sehe, könnte man sagen. Und zwar ist es Wer die Hölle kennt von Liba Dugo, der zweite Teil von Das neunte Haus. Wir begleiten ja hier die Protagonistin Alex Stern und ja, ich finde das Cover ein bisschen verstörend. Geht es da noch jemandem so? Also ich weiß nicht. Also als ich das gesehen habe, es kam ja erst das Englische und dann, ne, wie es dann hier auf Deutsch mit dem Titel aussieht. Aber ich finde das echt ein bisschen creepy mit dem Hasen. Der sieht auch einfach schon so halbtot aus. Keine Ahnung, was das für eine Rolle im Buch spielt. Aber naja, wir gehen jetzt mal vom Cover weg. Ich bin auch gespannt, aber weiß auch nicht, wie ich es finden werde. Sag ich euch ganz ehrlich, weil ich mit Das neunte Haus auch echt meine Probleme hatte. Von daher, ich weiß nicht. Ich wünsche mir hier irgendwie ein bisschen mehr Love Story zwischen unserer Protagonistin und, ich meine, Daniel hieß er, genau. Daniel Ellington, der ist ja ihr Mentor gewesen. Und von daher dachte ich mir irgendwie, okay, vielleicht wird es jetzt im zweiten Teil besser. Ich weiß es nicht, aber wir schauen mal. Ja, wie gesagt, das Cover ist, ich sag nichts mehr zum Cover. Ich mag ja schon wirklich seit einigen Jahren Brittany C. Sherry und bin ein großer Fan von ihr und habe aber festgestellt, dass mir jetzt
ihre neuesten Bücher teilweise nicht mehr so gut gefallen haben irgendwie, was ich super schade finde und wo ich mich auch irgendwie immer gefragt habe, woran liegt es jetzt irgendwie. Aber nichtsdestotrotz wollte ich dieses Buch gerne haben, weil das halt gut sein könnte und ich finde, die Geschichte hört sich gut an und deswegen brauchte ich es einfach. Und zwar ist es Denn ohne Musik werden wir ertrinken. Das ist, ich weiß gar nicht, im Englischen ein Einzelband, kann das sein? Und ich blick da auch irgendwie gar nicht mehr so durch, weil es kommen jetzt auch nochmal neue Bücher, die im neuen Programm sind von Brittany C. Sherry. Und da werden auch wieder Titel als Reihe verkauft bei Lux, die aber eigentlich Einzelbände sind im englischsprachigen Raum. Ich blick da jetzt irgendwie auch ehrlich gesagt nicht mehr durch. Ich weiß nur, die Kompass-Reihe war eine Reihe, die Romance Elements-Reihe war eine Reihe und Wie die Stille vor dem Fall war auch Teil 1 und 2 mit Wie die Ruhe vor dem Sturm. Das waren auch so drei Bücher irgendwie. Ja, und mehr weiß ich irgendwie tatsächlich dann auch jetzt nicht mehr. Aber ja, es geht in dieser Geschichte auf jeden Fall um Hazel Stone. Und die konnte unseren Protagonisten, wie heißt er denn? Und Ian Parker konnten sich schon in der Schule nicht ausstehen. Also es hat einfach nicht gepasst. Die konnten sich nicht ab, auf gut Deutsch gesagt. Und dann steht aber Hazel eines Tages vor Ians Tür und ist total aufgelöst und fix und fertig. Und da, ja, erwärmt Ian doch sein sehr kaltes Herz und hat Mitleid mit ihr, er fühlt mit ihr. Und tatsächlich hilft Hazel Ian wieder zu seiner Stimme zurückzufinden, denn er ist Musiker. Und die beiden arbeiten da, glaube ich, ziemlich schön zusammen. Und als dann so das Ganze vor dem großen Durchbruch steht mit Ian und seiner Musik, ja, droht ihm Hazel dadurch dann immer mehr zu entgleiten. Und ja, hört sich nach Herzschmerz an und ich bin einfach irgendwie gespannt, was es mit der Geschichte von den beiden auf sich hat und wollte es gerne, ja, herausfinden. Und deswegen ist dieses Buch dann bei mir eingezogen. Die nächsten beiden Bücher gehörten zu den KISS-Neuerscheinungen im Januar. Und zwar haben wir da einmal The Love We Feel von Olivia Dade. Habe ich schon gelesen, ist der dritte Teil in der, ich glaube, Spoiler Alert-Reihe oder so heißt die im englischsprachigen Raum. Es geht wieder alles so Richtung Gods of the Gates und die Serie. Und das war eine coole Geschichte, muss ich sagen. Ich mochte sie sehr gerne, auch wenn sie ihre Länge hatte. Aber war wirklich ein würdiger Abschluss, wie ich finde, von dieser Reihe. Und ja, muss ich deswegen natürlich unbedingt haben. Gibt es gar nichts drumherum irgendwie. Fand ich cool. Und dann ist aber auch noch Gewitterleuchten von Anja Omar bei mir eingezogen. Der letzte Teil in dieser Reihe. Ich weiß gar nicht, hat die einen speziellen Namen? Ja, die Sturmtrilogie. Genau. Ja. Und ist auch, finde ich, eine sehr bekannte Reihe, die auch mehrmals, soweit ich weiß, auf der Spiegel-Bestsellerliste war mit den Teilen. Und von daher, ja, habe ich die Reihe jetzt auch komplett hier. Und ja, die beiden Bücher sind dann auf jeden Fall auch noch bei mir eingezogen. Ebenfalls bei mir einziehen durften auch noch jeweils, durfte jeweils ein zweiter Band von jeder Reihe. Macht das jetzt gerade Sinn, was ich sage? Es durften zwei zweite Bände bei mir einziehen. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Und zwar einmal Drowning Souls, Whitestone Hospital, ja, Teil 2 von Ava Reed und We Don't Lie Anymore von Julie Johnson. We Don't Lie Anymore wurde, glaube ich, ziemlich oft verschoben. Der sollte eigentlich auch ganz, ganz zeitnah zum ersten Teil We Don't Talk Anymore rauskommen. Aber es hat sich dann doch nochmal deutlich nach hinten verschoben. Ja, das Buch habe ich tatsächlich auch schon mal angefangen und ja, schauen wir einfach mal, wie das Ganze hier ausgehen wird. Ich möchte halt nicht spoilern, weil der erste Teil halt schon einen Cliffhanger hatte und von daher, ja, ist es aber eine Dilogie, in der es in beiden Teilen um die gleichen Protagonisten geht. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da verschiedene haben, es ist eine Geschichte, die sich durchzieht. Genau. Und dann noch zu Drowning Souls, das ist ja wie gesagt der zweite Teil. Es kommt jetzt auch, wenn es noch aktuell ist im Sommer, der dritte Teil raus. Das ist dann dieser hier. Die Reihe wurde ja auch einmal komplett verschoben nach Teil 1. Genau. Und ist halt eine Reihe, die in einem Krankenhaus spielt. Und es gibt eine Storyline, die sich aber durch alle vier Bände durchzieht, weswegen man sie nicht unabhängig voneinander lesen kann.
Das hat Ava Reed, glaube ich, irgendwie mehrmals erwähnt. Also man sollte wirklich mit Teil 1 anfangen, dann kommt Teil 2, Teil 3, Teil 4. Und ja, ich liebe die Cover. Ich muss sagen, ich liebe auch hier die Cover. Ich finde das so schön gestaltet irgendwie mit den Organen und dann, ich weiß nicht. Das ist schön, das passt ja auch irgendwie zur Geschichte im Krankenhaus-Setting. Und ja, das war auch eben, oder waren eben noch zwei Bücher, die auch dann neu bei mir sind. Das nächste Buch habe ich mir auch sofort zum Erscheinungstermin gekauft und auch danach irgendwie direkt total inhaliert wieder. Und zwar ist es A Touch of Malice von Scarlett St. Clair. Ich liebe die Reihe, das wisst ihr, glaube ich. Ich finde sie großartig und ich weiß wirklich nicht, wie ich es jetzt schaffen soll, noch auf den vierten Band zu warten. Der kommt ja auch, ich weiß gar nicht, im englischsprachigen Raum im November raus. Kann das sein? Und ich weiß irgendwie nicht, wann wir den hier auf Deutsch haben werden. Ich hoffe ganz, ganz schnell. Es kommt ja jetzt, das hatte ich ja auch schon einmal gesagt, jetzt der Auftakt der neuen Reihe von Scarlett St. Clair diesen Monat. Und da freue ich mich natürlich auch schon total drauf. Hört sich auch richtig gut an und ich glaube, dass das sehr, sehr cool wird. Aber auch Hades und Persephone, das ist so eine Geschichte, die mir so am Herzen liegt. Ich weiß auch nicht, das hat mich einfach echt gepackt und das war emotional voll meins und diese Liebesgeschichte ist einfach der Hammer. Ich bin schon gespannt, wie die Bücher aus der Sicht von Hades werden. Also es gibt alle drei Teile auch nochmal aus seiner Sicht, soweit ich weiß. Und von daher, ja, freue ich mich drauf. Ich bin sehr gespannt, die kommen auch bei Lux raus. Es sind auch schon angekündigt, ich meine die ersten beiden. Und von daher, ja, natürlich musste dieses Buch hier bei mir einziehen. Es ging gar nicht anders. Ja, das nächste Buch, das ich euch zeigen möchte, ist ein Buch, was ich irgendwie sehr, sehr schön fand und ich hätte irgendwie gar nicht gedacht, dass ich mich so mit diesem Ende tatsächlich zufrieden geben kann. Und zwar ist es Der Schwur des Drachen von Elizabeth Lim. Das Buch habe ich euch auch im letzten Lesemonat vorgestellt. Ich verlinke es euch unter dem i, wenn es klappt. Ich hoffe, ich hatte jetzt nicht schon gesagt, beim anderen Buch mache ich das, weil ich kann es immer nur einmal machen, also ein Video immer nur einmal verlinken. Aber es ist der Abschluss der Trilogie und es war einfach schön. Und das Ende war so anders und ich habe irgendwie gar nicht gewusst, was ich zu dem Ende irgendwie sage, so gefühlt. Aber ich kann wirklich sagen, es war schön, es hat mir wirklich gut gefallen und schaut euch die Trilogie gerne an. Ich fand es echt schön. Es war schön, es war so balsam für die Seele, auch so ein bisschen dann beim Ende. Ja, ich bin auf jeden Fall zufrieden mit dem Abschluss. Ja, über das nächste Buch habe ich mich auch so sehr gefreut, als es bei mir angekommen ist. Wirklich, ich bin ein absoluter Fan von der Autorin und ich liebe sie, ich liebe ihre Bücher, ich liebe ihre Geschichten. Es ist einfach wow gewesen. Es war für mich, glaube ich, auch so mit die Neuentdeckung letztes Jahr. Es war einfach mega. Und zwar ist es Ellie Hazelwood, hier mit Die Unannehmlichkeiten von Liebe. Das ist ein Sammelband von den drei Novellen, die zuerst als E-Book rausgekommen sind beim Aufbau Verlag. Und ich hatte die Bücher halt schon vorab alle einzeln als E-Book gelesen. Der erste Teil war Under One Roof, der zweite Teil Stuck With You. Und der dritte, wie hieß denn nochmal der dritte? Steht es hier vielleicht drin? Wir schauen mal. Nein, steht es leider nicht, aber ich glaube, ihr wisst, welche Bücher ich meine. Schauen noch mal eben hier vorne. Ah genau, Below Zero war der dritte. Richtig. Und die gibt es halt alle einzeln als E-Book, aber sind hier noch mal zusammen praktisch drin als Buch einfach, dass man es auch zu Hause hat. Ich verlinke unter dem i auch gerne einmal den Lesemonat, wo ich euch die E-Books noch mal genauer vorstelle, also die Geschichten. Und wir haben aber zusammengefasst unsere Naturwissenschaftlerin Mara, Sadie und Hannah. Und ja, die haben es eigentlich alle nicht so mit der Liebe, aber in ihren Geschichten lernen sie halt dann doch den für sie perfekten Partner kennen und es war so schön, es waren so schöne Novellen. Ich hätte wirklich gerne noch viel, viel mehr gehabt und ein ganzes Buch über jede, das war einfach schön und mein Lieblingsteil war tatsächlich der zweite. Also Stuck With You war, wow, war ganz, ganz toll. Also die Geschichte von Sadie, habe ich mich absolut drin verliebt. Ja. Schaut euch das Buch wirklich sehr, sehr gerne an. Es gibt hier auch noch ein Bonuskapitel, noch vielleicht als kleinen Zusatz, aber die Novellen waren wirklich toll. Ich mochte sie alle gerne und von daher, ja,
habe ich mich über dieses Buch auch sehr gefreut. So, es sind jetzt noch 3 Bücher, dann sind wir durch für dieses Video. Und das nächste Buch, was ich euch eben noch gerne zeigen möchte, war auch ein Jahreshighlight, habe ich schon gelesen und mir hat es unwahrscheinlich gut gefallen. Und zwar ist es Court of Sun von Lexi Ryan. Der zweite Teil kommt dieses Jahr im Sommer raus. Bin ich schon sehr gespannt, weil der erste Teil hat einen richtig miesen Cliffhanger, kann ich euch sagen. Also das war richtig, richtig gemein, wie ich finde. Aber Leute, Court of Sun war mega. Wirklich, es war toll. Es hatte so das Reich der 7 Höfe-Vibes, aber ohne die Geschichte zu kopieren. Und das finde ich irgendwie ganz, ganz wichtig, dass es eben keine Kopie ist, sondern für mich wirklich auch eine absolut eigenständige Geschichte. Und ja, wir verfolgen hier unsere Protagonistin Abriella, die ihre jüngere Schwester aus dem Reich der Fae retten möchte und dabei eben 2 Fae kennenlernt von 2 verschiedenen Höfen und da so zwischen den Stühlen steht und ein absolutes Gefühlschaos kommt. Und Leute, es war so gut. Es war Romantasy, wie ich es mir wünsche und wie ich es liebe. Von daher 5 Sterne für dieses grandiose Buch. Bitte, bitte schaut es euch an, falls ihr es noch nicht getan habt. Ja, die letzten beiden Bücher sind eine Dilogie und ich habe mich wirklich unwahrscheinlich gefreut, als diese Bücher bei mir angekommen sind. Wirklich, das könnt ihr euch nicht glauben. Ich habe Freudensprünge gemacht und habe mich so sehr drin verliebt. Und zwar ist es das Lied der Krähen, aber hier in der auch Special Edition vom Knauer Verlag. Ich finde das Cover so cool und das Buch hat halt einen roten Buchschnitt. Und was ich halt noch toll finde, die Autorin hat hier tatsächlich nochmal ein paar Worte an die Leserinnen und Leser gerichtet, das Ganze auch unterschrieben. Und ja, wir haben hinten, was ich auch echt cool finde, tatsächlich ja, in Farbe Karikaturen oder Zeichnungen, Illustrationen nennt man es, glaube ich, eher. Karikaturen ist nicht das richtige Wort. Also Illustrationen von unseren Protagonisten und Charakteren, und es ist ein Traum, wirklich, es ist ein absoluter Traum für mich. Ja, ich bin echt absolut verliebt und ich glaube, gerade weil ich das Lied der Krähen auch so mega gut fand, finde ich es irgendwie so toll, dieses Buch zu haben. Also ganz, ganz große Liebe. Und dann gab es natürlich auch noch den zweiten Teil, das Gold der Krähen, auch wieder mit einem Vorwort, einer Unterschrift von Liba Dugo und dann zum Schluss wieder sehr, sehr schönen Illustrationen, so von unseren Charakteren auch wieder in bunter Farbe. Und ja, sind halt nochmal andere als im ersten Teil, aber insgesamt wirklich sehr, sehr schön und ja, einfach zum Verlieben. Ich finde, es ist einfach zum Verlieben. Also vielen, vielen Dank nochmal an den Verlag. Es ist wirklich ein Träumchen und ich finde es so schön, die Bücher hier bei mir im Regal stehen zu haben. Ganz, ganz große Liebe für diese Dilogie. So, das war der erste Teil meiner Neuzugänge und ich hoffe natürlich wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Es sind echt einige Bücher, die räume ich jetzt gleich erstmal wieder alle ein und dann mache ich mich an den Schnitt und hoffe, dass das Video dann jetzt auch ganz zeitnah online kommt. Und ja, ich hoffe auch wie immer, dass ihr einfach ein bisschen Inspiration mitnehmen konntet, vielleicht das ein oder andere Buch nochmal ein bisschen, ja, euch jetzt genauer anschaut und euch denkt, das könnte vielleicht was für mich sein. Vielleicht habt ihr auch nochmal ein ganz neues Buch entdeckt. Ja, und hoffe einfach, dass es irgendwie inspirierend für euch war, ja, und ihr es gerne mochtet. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns im zweiten Teil wieder. Da warten auch noch mal einige Bücher auf euch. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag. Macht's gut und hoffentlich bis zum nächsten Video.